Hier war lange keiner mehr. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Sieht wie ein Tagebuch aus. Lies das Tagebuch vom verfallenen Haus. So ein hübsches Haus. Ich kann nicht fassen, dass wir es so günstig erstehen konnten. Valeria war ja immer geschäftstüchtig. Sie hat so erbarmungslos gefeilscht, dass der Makler um ein Drittel runtergehen musste. Unglaublich. Valeria sagte, dass die Raumaufteilung außergewöhnlich gut gelungen ist. Morgen holen wir unsere Sachen. Es wird schön werden, ein eigenes Haus zu haben. Endlich Ruhe und Frieden. Kaum hatten wir die Möbel arrangiert, befand Valerie, dass die Wände gelb gestrichen werden müssen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Es sorgt für mehr Gemütlichkeit. Valeries Mutter hat uns besucht. Morgen streiche ich die Wände grün. Was? Valerie hat in der Nacht Geräusche gehört. Sie hat mich gebeten. Moment, sie hat mich mehrfach geweckt. Aber ich vernahm nichts. Heute Nacht habe ich es auch gehört. Die Wände haben gewackelt. Valerie hat von den Nachbarn erfahren, dass in diesem Haus einst ein mächtiger Magier gelebt hat. Sie sagen, dass er Dämonen beschworen hat und sein Geist noch im Hause umgeht. Die Leute glauben ja abenteuerlustigen Unfug. Abenteuerlichsten Unfug. Valerie hat beschlossen, für eine Weile wieder zu ihrer Mutter zu ziehen, bis ich etwas mit den Wänden unternommen habe. Ich spaßte, dass ich sie noch mal streichen könnte, aber es fand sie wohl nicht komisch. Die Wandverkleidung fällt ab. Ich vermeinte, letzte Nacht etwas gehört zu haben, wie ein ersticktes Brüllen. Valerie ist wieder da. Sie hat einen Käufer für das Haus gefunden. Um jeden Verdacht auszuschließen, hat sie behauptet, die Witwe des Magiers zu sein, die das Anwesen nach dem unglücklichen Tod ihres Gatten auf dem Scheiterhaufen verkaufen möchte. Der dumme Graf glaubt sicher, ein unvergleichliches Schnäppchen gemacht zu haben. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen schwimmen, oder? So, in die Richtung ist erstmal gar nichts. Na, guck mal, da ist aber eine Tür. Nee, das ist ein Schalter. Da hat was geklickt. Geklickt ist wohl übertrieben. Frage ist nur, wo kommen wir jetzt hier aus der Scheiße wieder raus? Na, ich sehe schon. Die Tür ist offen. Und ja, da steht ein Konstrukt. Und der scheint unter einem magischen Schild gefangen zu sein. Ein Erdgenius. Ziemlich mächtig obendrein. Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. Muss ihn erst befreien, dann besiegen. Die Decke wäre ohne diese Stütze eingestürzt. Die Decke wäre ohne diese Stütze eingestürzt. Moment. Aua. Genau.
Aua. Das kannst du jetzt nicht sein, oder? Ich habe da jetzt alles zerstört. Genau, trink mal eben den verbesserten Donner. Kannst du im Kampf nicht ausführen, okay. Komm her. Keine Angst vor dir. Vorsicht! Geralt! Umso größer die Brocken, umso tiefer fallen sie, oder? Komm her. Scheiße, scheiße. Vorsicht! Ah! Weg, weg, weg! Wieder weg! Der hat mein Schild zerstört. Weg, weg, weg! Jetzt zeigt er, was Sache ist. Komm, letzter Treffer. So geht das. Monsterklauk. Weil ich halt witzig nicht, aber was ich komisch fand, dass das Ding hier zum einen explodiert ist, zum anderen hat er auch gesagt, die Stützpfeiler schützen den Raum davor, dass der einstürzt. Da habe ich die Stützpfeiler weggemacht und was passiert? Nix. Wahrscheinlich, weil ich einen vergessen habe. Das andere, was ein bisschen schade ist, gibt es denn hier keine Kiste? Na egal, das Haus ist safe. Alle können glücklich sein, auch Geralt, denn er holt seine Belohnung ab. Aus Novigrad. Und Wette gewonnen gegen mich selbst. Es war ein Konstrukt. Ich bin erkannt. Oh, stopp. Hier lang. Ich glaube,
Ach, unter der Treppe war es ja. Klappe zu, sonst Kieferbruch. Ja. Kohle oder Leben. Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Wirklich? Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem? Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Hm. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren? Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah, dein Lohn. Bitte. Und leb wohl. Unverschämtheit! Ich kann mir die Schuld über Andrews Fuchtel gar nicht vorstellen. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Götter! Der Sensenmann. Aber besonders viel Erfahrung kriegt er nicht raus, ne? Obwohl es ja auch am erhöhten Schwierigkeitsgrad liegen wird. So. Was haben wir denn noch nebenquestmäßig offen? Zum einen müssten wir Yennefer bei Lavik noch treffen. Das ist dann Skelling, ja. Hm. Die hat ja letztes Mal die Schuld auf sich genommen von uns. Ich muss gerade nur die Insel finden. Ach. Das ist ja schön. Mit L zum aktuellen Ziel springen. Hätte ich mal vielleicht aufpassen sollen. Beziehungsweise mal die Karte lesen. Hässlichster Mann der Welt. Ich suche immer die ganzen Karten ab wie ein Bekloppter. Dabei kann ich einfach nur das linke Steuerkreuz drücken. Beziehungsweise den linken Analogstick auf dem Controller und komme direkt dahin, wo ich hin muss. Ich spiele erst seit 58 Stunden. Woher soll ich denn so einen Kram dann wissen? Hallo! Zeig mir deine. Auch nicht schlecht. Ich will Karten spielen. Wenn wir schon hier sind, warum nicht? Ah, ich beginne. Okay, beide Hörner bekommen. Super. Ah, jetzt wenigstens die epische Karte reinbekommen. Dann übergebe ich erstmal dir meinen Spion. Er gibt mir auch einen Spion. Einen schwächeren. Dann gebe ich dem noch den anderen. Dann kann ich wieder eine Karte ziehen. Beziehungsweise zwei Karten ziehen. Und da passt mein Gegner schon. Dann will ich mal eben ein paar. Jetzt nochmal 4, wenn wir genau auf 9. Wenn wir jetzt den 5er nehmen. Ich muss nur aufpassen. Wir haben 3 Nahkampf, wir haben 4 Bogen, also würde ich jetzt den Bogen nehmen. Ach scheiße. Hätte einfach den Fernkampf nehmen sollen. Scheiß drauf. Wir passen jetzt einfach und gewinnen. Wie fangen wir an? Mit Nahkämpferin.
Frankreich gegen die Noobs spiele, ist übrigens Gwent ganz gut. Ich stelle mich übrigens jetzt extra gerade mal ein bisschen breiter auf. Habe ich auch noch. Schade, dass das Nebelspiel mir nichts bringen wird, weil ich ja noch meine Sonderfähigkeit nutzen könnte. So, den schicken wir mal rüber, dann kann ich mir zwei neue Karten ziehen. Das bringt mir mehr. Das wusste ich nämlich, dass der den scheiß Nebel noch spielt. Vor allem, wie kann es sein, dass er 7 Karten hat? Na, jetzt setzt er auch schon seine Fernkampfeinheiten. Was für ein Blödsinn. Ah ne, er ist auch nördliches Königreich, aber er hat einen anderen Anführer. Ist ja genau auf 73, jetzt können wir das zweite Horn setzen. Aber er hat noch 4 Karten. Ach du Scheiße, was hat der denn alles bei sich auf der Hand? Der ist ja schon über mir. Und jetzt habe ich keine Karten mehr für die letzte Runde. Ich hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass ich verkacke. Tot. Verflucht seist du. Hässlicher Kaufmann. Gwent ist scheiße.